So, auf der rechten Seite sehen Sie schon den Kormoran. Das ist eine Arbeit von Thomas Thiede. Hier geht es um die vier Evangelisten. Die Arbeit heißt Der ungläubige Thomas. Und die vier Evangelisten sind symbolisiert normalerweise durch den Adler, den Löwen, den geflügelten Menschen und den Stier. Thomas Thiede hat die Tiere ersetzt mit einem Kind, mit einem weiblichen Kind, mit einer Löwin, die hier oben ist, und mit einer Antilope und einem Kormoran. Das Interessante bei Thomas Thiede ist immer, dass man eigentlich alle Interpretationen sagen darf, weil er meint, alles ist offen für jede, für alles, was wir denken. Und was ich so schön finde an dieser Arbeit ist, dass sie praktisch den ganzen Gasteig stützt. Also es geht ja, diese Säulen, die Säulen sind praktisch das, was den Gasteig auch trägt. Und der ungläubige Thomas wollte eigentlich wissen, ist es immer noch so, trägt das wirklich uns alle oder sind die Religionen eher so, dass sie uns zerstören? Es gibt so viele Kriege, die durch Religionen passieren. Und was ist unsere weltliche Religion? Welche Form haben wir noch? Oder sind wir eigentlich immer am Zweifeln, welchen Stand unsere Religion heute noch hat? Und diese Symbole, die er benutzt hat, um uns praktisch ja, Denkanstöße zu geben, wie es auch gehen könnte.